Okay, Tor ist leer. Dann gehen wir mal hier weiter. Durch die nächste Nebelwand. Leuchtfeuer. So, und ab hier wird das Gebiet zwar schöner, aber schlimmer. Und da drüben sehen wir schon das Leuchtfeuer, zu dem wir uns vorsichtig hinwagen. Ja. Genau, gleich beschossen werden. Können wir erstmal ein paar Sachen aussortieren, die wir hier so nicht brauchen. Wie das Skeptikergewürz. Ich könnte auch Altsachen aussortieren, aber. Nö. Abfall ist alles gut so. Dich packe ich mal weg. Das ist die Erzdrakenrüstung. So, da sind diese netten Frauen. Au, die verdammt gut reinhauen. Und nicht nur, dass die hier sind. Da ist auch einer von den Knüppelrittern. Mal wieder. Und für diejenigen, die es gemerkt haben, hier gibt es keinen Gesang. Das heißt, die hier sind von vornherein super aggressiv. Hier ist übrigens wieder die Kante, also wir kommen nur da hinten weiter. Ja. Ich will es mal so sagen, dieser Schrein hier ist ein richtig gemeiner Ort. Da vorne will er einem noch sagen, ja, ich bin ganz netter, normaler Dark Souls 2 Ort. Ich gehe einigermaßen. Und ab hier lacht er dir richtig trollmäßig ins Gesicht und sagt, du stirbst, oh, du bist schon wieder gestorben. Jedenfalls, wenn du ein Neuling bist. So, jetzt erstmal den hier loswerden. Dafür nehme ich meinen normalen Speer. Au. Und verpasse ihm eine. Zum Glück kriege ich den Schild immer rechtzeitig hoch. Einigermaßen. So, jetzt da der weg ist, kann ich wieder zum Heidespeer wechseln. Und wir können uns weiter umschauen. Da ist erstmal wieder so eine Magierin. Und man sieht, die machen nicht wenig Schaden, wenn sie einen mit ihren Seelenspeeren treffen. Wow, ja. Und da sind auch gleich schon zwei, die uns beballern. Der hintere beballert uns nämlich auch gleich mit. So, der ist weg. Wow.
Ja, es ist richtig gefährlich hier gerade, weil ich, weil man auch nicht in solchen Momenten sieht, wo ja, wow, wo Boden ist und wo große Löcher sind. So. Genau, versuchen wir die mal von hier aus wegzuballern. Hier oben stehe ich nicht. Das war weit gefehlt. So. Von hier oben sehen wir aber, ich weiß nicht, ob man es so gut sehen kann jetzt in der Videoaufnahme, aber da ist wieder ein Pharos Wahrheitsverkünder. Lockstone. Und eine Helix-Hillebarde. Den können wir uns mal kurz angucken. Infoanzeigen. Hillebarde mit helixförmigem Griff und doppelter Klinge. Manche halten die komplexe Gestaltung für übertrieben. Sie verbirgt jedoch einen Speer im Griff. Der genaue Ursprung dieser Konstruktion ist zwar unbekannt, doch sie scheint auf der Technik des untergegangenen Landes Olafis zu beruhen. Ja, Olafis, da haben wir noch was. Etwas später, wenn wir uns irgendwann mal drum kümmern. Ich muss mal kurz gucken, haben wir dafür... Ja, wir hätten einen Duftzweig dafür übrig, aber den bewahre ich mir trotzdem mal auf erstmal. So, die beiden haben wir getötet. Dort liegt Gegenstand im Wasser. Da hinten ist ein sehr großer, sehr bekannter Gegner. Ich habe gesehen, wie du dich bewegt hast und jetzt stirb. So. Wow. Ihr seht ja, das hier ist richtig übel, das Gebiet. Also hier lang können wir schon mal nicht. Wir können uns erstmal nur um sie hier kümmern. Und dann um sie hier drüben. So. Ein Feuersamen, das ist schon mal gut. Ja, wenn wir uns um den da kümmern wollen, brauchen wir bessere Deckung eigentlich. Sie haben wir erledigt. Hier müssen wir aufpassen. Da ist ein Oger. Mal wieder. Ja, und zu ihm hier geht's über diese Brücke. Ein Drachenreiter, und zwar kein Boss, sondern ein ganz normaler Gegner als Drachen. Drachenreiter als Gegner, so rum. Und das Problem ist, wir sind hier langsam. Das heißt, er hat viel bessere Chancen gegen uns, als wir gegen ihn. Außer wir stellen uns vielleicht hier oben hin. Aber er bleibt halt nicht auf dieser Insel, dass wir um ihn herum tanzen können. Deswegen müssen wir mehr mit dem Schild arbeiten.
und öfter ausweichen. So. Leider klappt das Ausweichen nicht immer, aber er macht ja zum Glück nicht so viel Schaden. Ich habe nichts gesagt. So, wir haben ihn fast. Und weg ist er. So, dann können wir mal gucken, was er hier drüben bewacht hat. Wow, erschreckt mich nicht komplett. Also es sind noch relativ viele Spieler in Dark Souls 2 unterwegs, muss ich ehrlich sagen. Nö. Hier ist also nichts mehr. Da drüben patrouilliert wieder so einer rum. Bei der nächsten Hütte da. Ja, hier müssen wir jetzt etwas vorsichtiger sein. Erstmal gucken, dass wir die beiden ausschalten. Ach ja, und die hat uns gar nicht mehr bemerkt hier. Die hat uns gar nicht mehr auf dem Kicker. Die hat uns nämlich vorhin beballert. So. Und genau diese Gegner droppen auch glitzerndes Titanit. So, jetzt wird's eklig. Den da kann man nämlich kaum anvisieren. Ah. Und in dem Wasser gegen ihn kämpfen ist... auch nicht gut. Sehr klug. Na komm her. Komm, Puss, Puss, Puss. Seht ihr, man kommt nicht von ihm wegrollen. Ups. Muss ich erst dich ausschalten. Du irritierst nämlich sonst nur meine Zielerfassung und das ist nicht so schön. So. Einmal ein Feuerpfeil ins Gesicht. So. Und weg ist er. Der respawnt übrigens. Im Gegensatz zu seinen Freunden. So, hier an dieser Stelle bediene ich mich eines Tricks. Mehr oder weniger. Ich zünde nämlich eine Fackel an. Denn durch die Fackel sehe ich hier besser runter. Ach, na ganz toll. Stimmt, hier war ja noch was.
Das Problem ist, das hier ist nicht die einzige. Da hinten steht nämlich noch eine. Oh. Wow, ho, ho, ho.